Liebe Freunde, liebe Fans, liebe Parteimitglieder, liebe Mitpolitiker, liebe Verfolger meiner Seite, weil sie eigentlich auf der politisch anderen Seite stehen. Wir kommen jetzt in, ich glaube, eine der wichtigsten Zeiten des Jahres. Und es ist eine Zeit der Ruhe und der Besinnung, weil wir kurz vor Weihnachten der Ankunft Jesu gedenken, vor mehr als 2000 Jahren. Und ich wünsche mir auch, dass wir diese Zeit wirklich nutzen, um innezuhalten und um uns um unsere Familien zu kümmern, um unsere Freunde zu kümmern und einfach auch mal wieder abzugleichen, was ist denn in der Welt passiert und inwiefern passt das zu mir und zu meinen Einstellungen, zu meinen Überzeugungen. Und mir geht's ja auch manchmal so in dem Zusammenhang, wenn natürlich gewisse Themen aufgetischt werden und gewisse Dinge in der Fraktion vorgetragen werden oder man auch mal eine inhaltliche Auseinandersetzung hat. Da hatte ich natürlich auch welche, ohne über irgendwelche Interna reden zu wollen. Und manchmal hat man vielleicht auch Dinge, die man verliert und Positionen, die man nicht durchsetzen kann. Und dann wägt man immer wieder ab, ist das das Richtige? Und ich komme immer wieder zu der Überzeugung, ja, es ist das Richtige. Politik ist ein Feld, in dem man sehr viele saure Äpfel essen muss. Aber es ist das Richtige, weil wir hier die einzige Partei sind, die sich einsetzt für die Bürger, für das Volk, für die Demokratie, für das Grundgesetz. Wenn wir dann solche Debatten hören wie über einen Migrationspakt, der letztendlich ja Migration ermöglichen könnte, auch illegale Migration für legal erklärt. Wenn wir dann eine Giffey haben, die sagt, lasst uns doch anhand der Zöpfe ablesen, ob ein Mädchen rechtsradikal ist und seine Eltern. Wenn wir Diskussionen haben um den Zusammenhalt unserer Gesellschaft, indem wir ja merken, dass dieser Zusammenhalt immer schwächer wird und dass die Gesellschaft auseinandergerissen wird, polarisiert wird, dass übrigens die gesamte Europäische Union gespalten wird durch die Politik von Merkel, weil ganz einfach ein osteuropäisches Land beispielsweise völlig andere Ansichten hat davon, wie die Europäische Union denn funktionieren sollte, wie jetzt etwa Merkel und Macron, die jetzt mit Eurozonenbudgets und allen möglichen schwierigen Sachen kommen. Ich glaube, es ist wichtig, da innezuhalten und zu erkennen, wo denn die wirklichen Frontlinien sind. Und diese Linien sind tatsächlich zwischen denen, die hier hart daran arbeiten, dieses Land zu transformieren in etwas anderes. Und ich glaube, das ist der Kern, auf den man kommen kann, dieses Land umzubauen, radikal umzubauen, dahin, dass es hier keine Demokratie mehr gibt, sondern demokratische Züge, wenn sie überhaupt auftreten, auf eine höhere Ebene zu verlagern und vor allem auch Entscheidungen auf eine höhere Ebene zu verlagern, sodass sie irgendwann gar nicht mehr sagen können, ich will das und ich will das, weil sie das gar nicht mehr ausdrücken können. Und die Form, in der sie es ausdrücken können, die hat überhaupt keine Wirkung mehr. Und das ist, glaube ich, eine der großen Gefahren, gegen die wir uns einsetzen müssen. Und ich wünsche Ihnen und Ihrer Familie wirklich eine schöne Zeit der Besinnung, eine friedliche Zeit, eine Zeit des Nachdenkens. Und denken Sie sicherlich auch über Politik nach, denken Sie über die Positionen nach. Und ich glaube, dass man durch Nachdenken und durch ein bisschen Ruhe und Innehalten auch die Kreativität bekommt, wieder die richtigen Lösungen für dieses Land zu finden. Ich werde das auch tun. Es ist ja Mitte Dezember, die letzte Plenumswoche. Und ich möchte dann auch ein, zwei Wochen noch in mich gehen und gucken, dass man wirklich diese Politik wieder positiv angreift und mit ganz guten Konzepten, die wirklich unser Land in die Zukunft bringen können, hier die politische Debatte zu bereichern. Ich halte das für unglaublich wichtig. Ich wünsche Ihnen einen wunderbaren ersten Advent. Der ist ja meistens noch sehr, sehr hektisch mit Weihnachtseinkäufen und jede Menge Stress, die man hat. Aber wie gesagt, einen wunderschönen ersten Advent, einen ruhigen, gesegneten Advent. Ich melde mich an den weiteren Adventstagen natürlich weiterhin zu Wort. Und eine schöne Zeit der Ankunft des Herrn.